Moin Leute, heute melde ich mich aus meiner neuen Garage. Die Garage ist nicht neu, aber Marisa hat hier mir meine Grillstation eingerichtet. Und bevor ich überhaupt ex-rechte Rotlichtrocker und so gemacht habe, war ja Grillen mein großes Hobby. Und keine Sorge, ich werde das Grillen nicht neu erfinden. Ich werde mir keine Rezepte ausdenken. Ich werde hier nicht irgendwie. Ich bin kein guter Griller, ich bin ein durchschnittlicher Griller. Ne? Wir schmeißen ab und zu was weg, Marisa, ne? Mhm. Dann ist es nicht gut, es schmeckt nicht. Aber wir haben uns überlegt, wir machen ab und zu Philipp grillt nach. Und ich gucke ja ganz viel Grillsachen, also nicht nur bei meinem Freund Klaus Grill, sondern auch bei Rolfs Barbecue, 030 Barbecue Berlin. Und ich habe da so ein paar Leute, die ich, Sizzle Brothers, eigentlich ganz viele. Aber dann machen die manchmal Dinge, wo ich mir denke, ja, so klar, ganz einfach, alles sieht immer top aus am Ende, das ist alles gut eingepackt, Bacon, Turtle Hack mit Käse drin, alles fünfmal gefüllt. Wer kann das? Wer macht das nach? Wer zeigt das, dass man das wirklich kann? Ja, also, und was hab ich zur Verfügung eigentlich? Ich habe meine ganzen Klaus-Grill-Gewürze hier. Klaus, dankeschön. Ja, alles am Start. Dann haben wir hier von Klaus, dann habe ich hier trotzdem noch ein bisschen Ankerkraut, Querbeet. Dann haben wir noch geile Gewürze, das habe ich woanders stehen. Dann habe ich hier so meinen ganzen Klimbim, was ich mir über die Jahre so zusammengekauft habe. Mein Dutch Oven, meine Plancha, Pizzastein, meine Rippchenhalter, mein Pulled Pork Forks. Also ich bin hier schon ganz gut ausgestattet. Am wichtigsten natürlich auch meine riesen Pfeffermühle, die aber gerade nicht geht. Und da werden wir ein bisschen was nachgrillen. Und heute habe ich was rausgesucht, wo Klaus noch so schlank war und so, da war Klaus noch so unterwegs. Einfach ein ganz einfaches Rinderfilet machen. Das Geile ist, wenn du manchmal eingibst so, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute manchmal nur suchen, weißt du, die nur ein Rinderfilet machen wollen. Mhm. Ganz einfaches. Gar nicht, dass sie so, ich will das dreimal gewickelt und mit Kruste und allem drum und dran. Scheiße, wie macht man ganz einfaches Rinderfilet? Da werden wir ein altes Video von Klaus gucken heute. Ich werde jetzt erstmal hier unser Rinderfilet aufschneiden. Das haben wir bei uns aus dem Großmarkt. Und auch da sage ich ganz ehrlich, es gibt mega geile Fleischlieferanten. Die gibt es einfach. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Es gibt tolle Sachen, die man im Internet bestellen kann. Aber man muss auch dazu sagen, man muss nicht jedes Mal dafür irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt so 100, 150 Euro ausgeben. Und ich würde jetzt hier erstmal schnell die Silberhaut lösen. Komm mal hier ran, guck mal, das sticht man einfach so unter. Da braucht man auch keine, da braucht man auch kein mega Abitur mitmachen. Oh, das riecht aber schön nach. Schön nach Blut, ne? Mhm. Oder? Ja. Richtig doll, ne? Ja. Oha. Da ist ein bisschen Blut raus. Und ich weiß, da streiten sich auch die Geister drüber. Wäscht man das Fleisch ab? Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man das mal abwäscht. Einfach unter ein bisschen Wasser. Und dann wieder abtupfen mit ein bisschen Küchenrolle. So einfach macht man das hier mit dem Filet fertig. Silberhaut ab. Und da schneide ich zwei geile Stücken gleich draus, Leute. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir die Stücken geschnitten haben. Und dann bis gleich, Leute. Gut, ich merke, wir vergasen uns hier gerade selber. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen lüften. Also, ich habe hier Klaus sein Video an und er sagt hier auch, brauchst du von der Größe? Abschneiden. Laber, laber, Klaus. Guckt euch das an, was das für eine Marmorierung hat. Also, echt schön. Also Marmorierung ist auch gut. Nicht schön, aber dafür bitte schön Fettgrad. So, dann muss ich mal gucken, das wische ich an der Hose ab, das ist egal. Die kann man sich aber so drücken, dass sie ungefähr passen. Ja, guck mal, die kann man so drücken. Guck mal, Klaus, mach kein Salz, kein Nix vorher rauf. Schmeißt das einfach so rauf und dann sagt er... Wenn die jetzt, nachdem wir so ungefähr auf selbe Dicke gedrückt haben... Das sind die ja fast. Also nämlich ungefähr mit demselben Gabpunkt, legen wir die direkt jetzt... auf den Rost und mache die klassische 90-90-90 mit Ruder, also alle 90 Sekunden einmal so drehen und dann 180 Grad, zeige ich euch gleich nochmal. Also 90-90-90 oder 90-90? 90-90-90 hat er gesagt, ne? Unser Fleisch immer so drehen, das ist noch nicht so heiß, also wir können es dann durchaus mit der Hand anfassen. Also es gibt Köche, die finden das immer, aber ich finde das bei so einem Rinderfilet kann man machen, bringt aber ein bisschen keine Worte her. Das ist 5 Jahre alt, das Video. Ich glaube, er meint 90-90 und dann drehen und dann nochmal 90-90.
Und so machen wir das jetzt. Wir haben den Grill. Ich benutze einen Weber Genesis GS4 irgendwas. Genesis 2. So. Und dann packen wir die jetzt schön rauf. 90 Sekunden. So. Ein Grillmuster kriege ich immer nicht hin. Immer nicht. So. Uhr geht los. 90 Sekunden. Und dann drehen wir auch. Ich bin sehr gespannt. Es sieht sehr einfach aus, aber Rinderfilet kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ich habe das mit Absicht gewählt am Anfang. Ihr werdet euch freuen, wenn ich eine Baconbombe machen soll. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Alles, was mit filigranen Grillen zu tun hat, ist nicht meins, ne? Nee. Filigran nicht so. Filigran nicht so. Was aber ja ganz lustig wäre, vielleicht kann deine Community dir doch auch mal irgendwas von Klaus raussuchen, was du grillen sollst. Ja, schreibt genau. Sehr das, gute Idee. Weißt du? Das wäre doch ganz lustig. Schreibt unter dieses Video, deswegen ist Marisa das Gehirn hier bei uns zu Hause. Schreibt unter das Video, was ich mal ausprobieren soll, was genau. Ich nachgrillen soll. Muss nicht von Klaus sein, von irgendjemandem. Ich muss jetzt die 90 Sekunden hier im Blick haben, damit ich das gleich wenden kann. Das heißt, ausbaufähig, hier brauchst du noch einen Timer. Ich brauche einen Timer hier, ja genau. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre super. So, eine Minute haben, ich wollte gerade die Grillzange sehen. Die Grillzange ist auch gut, ja. Wo ist denn meine Grillzange? Wieso suchst du die auch da unten? Oh, hier, ja. Hier ist meine Grillzange. Da hing eigentlich sonst meine... Gartensachen dran, ja. Gartengeräte. So, Klaus hat gesagt, das können wir so mit der Hand machen. Und dann 180 Grad drehen. Nee, 90 Grad drehen wäre logisch für ein Brandmuster. 90. 180, dann liegt es ja gleich. 90 wäre logisch. Ja. So, es sind gleich 90 Sekunden. Das sind jetzt 90 Sekunden. So, 90. Also so. So. Und so. Und wieder 90 Sekunden. Das mache ich jetzt von beiden Seiten und wie das dann aussieht, das zeige ich euch gleich, Leute. Okay, Leute, das ist noch nicht richtig ausgereift hier mit dem Rauch drin, aber es geht nicht anders. So, ich habe jetzt eben schon alles gedreht, jetzt wird das noch einmal, guck mal, aber ich habe ein bisschen Muster hinbekommen, guck mal. Ne? Sieht man das? Ja, ja, klar. Zumindest bei dem einen sieht man das. So, jetzt brauchen wir noch einmal... 90 Sekunden und dann muss ich gucken, was sagt Klaus dann? Und mach eine Sendespiel von der Seite nochmal. So, Klaus, komm zu Potte. Ach, komm, ist das schön, oder? Ja? Groß haben wir uns. Lässt sie groß halten. Wenn du schon redest, denn. So, Klaus. Zu Güte. Oh, nicht geil. Jo, damit sind wir an der Stelle fertig. Jetzt verbrachten wir die nach oben. Machen den Brenner komplett aus, weil der drin ist, heißen Luft und reicht zum Nachziehen. Und verkabeln unsere Stücken, die man hier ein bisschen flacher sind. Also er macht den Brenner danach komplett aus. Komplett aus. Und das soll dann nachziehen, das soll reichen? Wollen wir das auch so machen? Ja, na logisch. Ja. Ich weiß nicht, ob Klaus da genug Ahnung von hat. Ja, das ist vor 5 Jahren oder so. Da war noch nicht Klaus Grill, da war noch Klaus Fisch. Naja, aber jetzt guck doch mal, also du hast vorhin gesagt, guck mal, wie schlank Klaus ist. Also das heißt, wenn das alles nicht gut gewesen wäre. Naja, dann wäre er immer noch der dünne Klaus. Tut mir leid, mein Freund. Vielleicht guckt er dieses Video nie. Philipp grillt nach in Zukunft. Schreib's in die Kommentare, was wir nachmachen sollen. So, dann alle Brenner ausmachen, sagt er. So. Dann legen wir oben drauf. Und dann hat er sogar, glaube ich, er hat dann auch einen Thermometer benutzt. Ich finde Thermometer-Erfindung sowieso mega. Und jetzt lässt er das so offen stehen. Hat er gesagt. Lässt er das dann so stehen? Mit einer Kerntemperatur so, wisst ihr was? Die Kabel sind die oben wollen. Wenn wir hier den Beverick mit den zwei Kühlern, dann haben wir bei beiden irgendwo eine relativ ordentliche Temperaturaussage. Kerntemperatur ungefähr 52 Grad. Ich mach 54. 53, aber dann sind wir schon sehr, sehr gut weg. Okay, 52, 53. Mal gucken. 18. Man sieht ja so ein bisschen, klingt ein bisschen flacher als diese. Also ziehen wir jetzt den Kerntemperaturthermometer raus. Immer direkt mit einer Zange machen, weil die Dinger werden nicht fürchterlich heiß. Und legen den jetzt ganz kurz von oben zur Seite. Und den anderen wird jetzt noch so 10 Minuten brauchen, bis der andere entsprechend auf Temperatur ist. Genau richtig. Und ich finde, das geht noch. Also ja, guck mal, da ein bisschen übergart. Das ist ein Video, wo er sagt, es geht noch. Aber so
Aber guck mal. Na? Na gut, Klaus. Pfeffer-Salz-Mischung danach. Haben wir Pfeffer-Salz von Klaus? Salz, Pfeffer, ja. Pfeffer weiß ich gar nicht, aber Salz auf jeden Fall. Lemon-Bums haben wir auf jeden Fall. Millionaire. Wir haben Steak-Pfeffer haben wir von Klaus gar nicht. Guck mal die Dosen, die davor stehen. Was steht da drauf? Frittenwürz, Fägel, Sushi, Tzatziki, Bratwurst, irgendwas. Aber ich wollte das jetzt hier zumachen. Aber Leute, ich zeige euch, dass wie das weitergeht. Die Hunde drehen durch. Ciao, Kakao. Und an ist es wieder. Ihr habt leider was verpasst und ich habe hier Pfeffer und Salz von Klaus zusammen gemörsert. Wir haben erst einen Pfeffer genommen, der, du sagst, schmeckt komisch, ne? Ja, also mich, es schmeckt irgendwie, weiß nicht. Wir haben auch keinen Pfeffer von Klaus, sondern das war ein anderer Pfeffer. Aber wir haben ja auch Standardpfeffer, also ich benutze auch gerne Pfeffermischung einfach. Ja. Scheiß drauf. Jetzt haben wir gemischt. Hier läuft auf dem Handy das Grill-Ei mit. Und wir werden es so bei 52, 53 rausholen, so wie Klaus gesagt hat. Ich musste den Grill aber gerade noch mal kurz anmachen, weil bei uns war die Temperatur jetzt, wir haben glaube ich draußen nur 5 Grad oder so. Und der Grill ist sofort runtergesackt, schon unter 50 Grad oder so. Und dann, weiß ich nicht, habe ich lieber so, dass es nochmal sich bei 80 Grad oder so einpendelt. Also habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Wenn es jetzt blöd wird, dann ist natürlich, liegt es an mir wieder. Genau, jetzt warten wir noch die letzten paar Minuten ab und gucken einmal rein. Es sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Aber es ist anders wie beim Gucken, also da darf man reingucken, ja? Jetzt geht ja wieder die Wärme verloren. Ja, beim ja, das Steak fällt nicht zusammen. Nee, okay. Ja, aber zu oft sollte man auch nicht gucken, sollte man ein bisschen vertrauen ans Thermometer. Ich habe jetzt auch ein Steak, habe ich ein bisschen tiefer gelegt, weil das dickste Stück ist. Das, damit das temperaturmäßig aufholt, jetzt sind sie bei 41 und 39 Grad. Das dünne müssten wir wahrscheinlich als erstes runternehmen. Da kann ich mal ein bisschen den Drucktest machen. Das läuft auch schon. Normalerweise, aber ich will mich jetzt ja an das Video halten. Jetzt muss ich wieder ein bisschen anmachen, wie Klaus das gemacht hat. Aber normalerweise würde ich jetzt auch ein kleines Stück Butter draufschmeißen. Einfach so, dass es noch mal ein bisschen fett und dass es noch mal ein bisschen weicher wird, würde ich hast normalerweise machen. Hast du das Video schon zu Ende geguckt? Vielleicht macht das ja zum Ende noch. Nee, hat er nicht gemacht. Muss ich noch mal gucken. Aber nee, hat er nicht gemacht. Er nimmt es wirklich nur runter und macht nur die Pfeffermischung drauf. Ein bisschen Pfeffer drüber. Guck mal, er schneidet es auf. Grandios. Da schneide ich jetzt ein paar schöne Tranchen ab, mache einen Grillpfeffer rüber und dann wird gekostet. Das war's. Sieht er jetzt aus mit ein bisschen Pfeffer drüber. Und hilft ja nichts. Muss mal kosten. Der dünne Klaus. Aber dann machen wir es ja genauso. Wir machen es genauso. Ja, wir machen es genauso. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen Temperatur angezogen, deswegen mache ich es jetzt ja nicht genauso. Oh, ich muss mein Handy wieder anmachen mit dem Grill-Eye. So, wo ist das Grill-Eye? Da, wir haben jetzt 41 und 42. Die können wir dann noch hochnehmen. Die sind dann ziemlich ähnlich. Da brauche ich dann auch nicht mehr gucken. Und Klaus hat ja auch gesagt, die sind immer Schweine heiß, die Thermometer, das vergisst man immer. Kann ich mir gar nicht erklären, Stahl leitet. Aber ist so, und jetzt warten wir, dass wir einfach auf die Temperatur kommen, 52, 53 Grad, dann schneiden wir das auf und dann Salz, Pfeffermischung drüber und dann gib ihm. Wenn nicht, bestellen wir eine Pizza. Ist jetzt, ne? Jetzt geht er wieder. Aber ich glaube, mein Weber Griller hat ein bisschen einen weg, genauso wie ich auch. Und was denn gerade passiert? Ja, ich wollte ein bisschen nachfeuern, weil ich sag mal so, Klaus, wenn ich das jetzt genau so gemacht hätte wie du, einfach Deckel zu, das Ding wäre auf 0 Grad und das Steak wäre morgen früh noch nicht fertig. Das wäre ein bisschen zu lange. Also wir sind jetzt auch schon gut mit dem Nachziehen. Das hätte es nicht geschafft, weil der Grill schon auf 0 gegangen wäre von der Temperatur. Und wir kamen einfach nicht fertig. Wir standen jetzt eben schon ein paar Minuten bei 48 Grad. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen den Nachburner gezündet. Und dann werden wir gleich mal gucken. Jetzt piept er hier in einer Tour. Digga, was willst du von mir? Ich wünschte, meine Griller-Freunde, die das auch immer, die ich gucke, die würden sowas auch mal zeigen. Ist das meiner? Das ist dein Grillei da unten. Ja, aber wieso? Ja, wieso piept der denn? Ja. Jetzt ist er aus, jetzt sendet er gar nichts mehr. Scheißen Dreck. Mach dich bereit. Okay, einer ist auf jeden Fall gleich fertig.
Also ich hatte, Marisa hat auch vorhin schon gesagt, beim Grillen darf man nicht empfindlich sein, so mit Antatschen und so. Ne? Der Griller, ich mache trotzdem immer hier noch so ein bisschen so einen Antatsch-Test. Guck mal, jetzt zeigt er 70 Grad dann auf einmal. Das kann ja nicht sein. Ein Scheißendreck, der. Der ganze Gang ist hier, guck mal. Mhm. Pass auf hinter dir. Guck mal, jetzt zeigt er 53, keine Ahnung. Haben leider leicht einen weg, aber ich würde jetzt einfach mal das Stück rausnehmen. Warte mal. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen... Für mich ist das, glaube ich, genau richtig. Aber jetzt nervt das hart mit dem Gepiepe. So sieht das aus. Das nervt aber hart. Sieht aber stark aus. So. Das nervt ja jetzt richtig hart. Keine Ahnung, da haben wir gar keinen Bock drauf so. Aber wir versuchen das jetzt hier mal so aufzuschneiden. Oh, das aber noch. Sehr gut. Guck mal. Aber das ist. So, ein bisschen Salz drüber, das Endstück. Ein bisschen Dolro und diesen speziellen Pfeffer kann man nicht essen. Nee. Kann man nicht essen, aber kein Problem. Das lassen wir ein bisschen nachziehen. Guck mal, so einfach ist das. Die präsentieren das alle immer, alles immer kein Problem und so weiter. Gucken wir mal an, wie das hier aussieht. Aber das Stück, mit dem Pfeffer, das kannst du nicht essen, mit dem Pfeffer. Das ist mir zu speziell. Das ist sehr durch. Nee, das ist doch nicht sehr durch. Nee, also das ja, im Gegensatz zu dem anderen. Aber ich hätte auch ja, ich hätte auch ein bisschen Butter rüber gemacht. Ich würde jetzt hier, ich nehme jetzt mal mein ganz einfaches Standard-Küchensalz, wo auch nichts rauskommt. Alter, ich hau mich weg. Alles nass, guck mal, alles. Das ist zu feucht, der Garage. Scheiß Dreck, Alter. Hier geht ja gar nichts. Entschuldigung, geh mal kurz rein, bitte, in der Küche, das neue... So. Steht da auf der Arbeitsplatte. Das ist hier wirklich alles zu feucht, der Garage. Alter, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Ich habe keinen Hunger mehr und ich habe keinen Bock mehr. So, nehme ich ein ganz bisschen von Klaus sein mega groben Salz. Auch das war letztes Mal zu viel Salz, aber... So, jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr. So habe ich mir das vorgestellt. Aber wir werden das Problem haben, dass die ganzen Gewürze hier Feuchtigkeit ziehen werden. Das Problem werden wir haben und ich probiere jetzt hier ein Stück. Oh, lecker ist es. Mit dem normalen Salz, mit dem normalen Pfeffer. Mega lecker. Das ist mega lecker. Und die Kruste. Der. Oh, das ist ja mega lecker. Der komisch schmeckende Pfeffer hat es gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, welcher das ist. Nichts gegen dich, geile Gewürze. Das tut mir leid, aber wir haben einen von denen genommen, einen Tumut-Pfeffer oder so. Vielleicht ist das gar nicht für Steak. Vielleicht ist Boah, kannst du nicht essen. Für was anderes. Ja, aber steht das dann drauf? Das ist bestimmt Salz. Nee, für alles. Pfeffer einfach. Das ist bestimmt Salz, ne? Hier, bitte schön. Oh ja. Lecker, ne? Mhm. Das ist wieder lecker dann, ne? Mhm. Aber es ist einfach zu feucht. Jetzt müssen wir das andere gleich runternehmen. So, jetzt hau ich mir auch noch ein Stück rein. Du auch noch mal, Lisa? Mhm, gerne. So. Mhm. Leute, ich sage ganz ehrlich, so einfach war das. So einfach ist das gar nicht. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ein Stück Butter. Hätte länger Temperatur gelassen. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Dankeschön, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, was Philipp grillt nachmachen soll mit Jordan, Marisa und Rudolf und Heidi zusammen. Und wir sind raus. Ahoi von der Küste.